Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Ja, ich muss mir jedes Mal anhören, dass ich einfach zu viel quatsche in meinen Videos und dass man das alles viel kürzer und präziser machen könnte. Ich kann es nicht. Ich muss halt immer viel labern. So auch jetzt, ja. Dabei geht es hier eigentlich nur um Holster, ja. Blöde Plastikteile, wo man seine Airsoft-Waffe drin, ja, betten kann, ja. Aber ich muss halt so viel labern, weil ich einfach auch immer begeistert bin über die Dinge, die ich euch zeigen kann. Ja, ich hau das einfach nicht nur so raus, so trocken, sondern ich möchte da auch, ja, meine Emotionen rüberbringen. Und das mache ich auch heute wieder. Tut mir leid, dass es wieder dann zu lange wird. Ja, guckt euch ein Prospekt an. Ich denke mal, kürzer als ein Prospekt lesen geht nicht. Ich gebe euch heute hier mal wirklich auch meine eigenen Emotionen weiter. Ja, um was geht's denn heute eigentlich? ich sülze heute über Produkte von der Firma Zytec. Waffenschuhmacher GmbH hat mir eine Mail geschrieben. Bruce, hast du Lust, mal Zytec-Produkte deiner Community vorzustellen? Und ich habe gesagt, ja, na klar, mache ich super gerne. Quatsche ich mal ein bisschen was über Zytec-Holster, denn die sind richtig geil. Und ja, warum die so gut sind, das, denke ich mal, verrate ich euch nach dem Intro. Ab geht's! Intro ist durch, ja, und lüft mir gleich das erste Geheimnis um Zytec, ja. Wer ist die Firma Zytec? Ich denke mal, hier brauche ich gar nicht viel zu erzählen, denn gerade im Airsoft-Bereich ist die Firma Zytec in aller Munde oder beziehungsweise gesagt an aller Gürtel. Denn Zytec ist ein chinesischer Hersteller, gegründet 2008, der sich spezialisiert hat auf die Herstellung von qualitativ hochwertigen Holstern und Zubehör für Behörden und den zivilen Markt. Und das zu einem Preis, ja, wo man eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Also hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach total. Und kann ich euch eigentlich jetzt schon hier am Anfang von dem Review schon mal eine glatte Kaufempfehlung geben. Aber dazu nochmal später. Es gibt auch noch ja, Konkurrenzprodukte, wie zum Beispiel hier die Firma Blackhawk. Hier habe ich auch mal so ein Glockholster von Blackhawk und hier auch noch so eine Molle-Extension. Ja, und da fragt man sich immer, warum kosten diese Holster so viel? Auch gerade hier diese Molle-Extension ist nur ein Stück Plastik. Also hier kann man echt davon ausgehen, man zahlt hier 25% für den Kunststoff und 75% für den Markennamen Blackhawk, ja. Ist bei Zytec nicht so der Fall. Ja, aber jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Ich zeige euch mal die ganzen Produkte, die ich hier auf dem Tisch habe. Ich habe jetzt hier drei Holster bekommen, beziehungsweise den habe ich mir selber gekauft. Hier, das ist Holster für die Glock-Reihe. Dann habe ich hier ein Holster für 1911er und nochmal ein Holster für die SIG 220er Serie. Die zeige ich euch heute. Zytec bietet euch eigentlich für alle Pistolen und Revolver das passende Holster an, auch in verschiedenen Varianten. Es gibt einmal Fast Draw Holster, ohne Sicherung, die einfach nur im Holster stecken zum Rausziehen. Dann gibt es Level 2 Holster und Level 3 Holster. Die Holster, die ich jetzt hier auf dem Tisch habe, sind alles Level 2 und kosten 24 Euro. Ja, also nicht nur das Holster, sondern auch das Paddle ist hier mit dabei, sodass ihr das gleich am Gürtel reinmachen könnt. Und das für 24 Euro. Ist der Wahnsinn, ja. Fast-Draw-Holster kostet was um die 16. Level 3 Holster um die 80 Euro. Aber zurück, wir fangen jetzt hier mit Level 2 an und wir schauen uns mal den Lieferumfang an von so einem Paddle-Holster. Der Lieferumfang von den R-Defender-Holstern, also den Level 2-Holstern von Zytec, ist immer gleich. Ihr bekommt das Holster hier in dieser Plastiktüte mit einem Sechskantschlüssel, Holster selber und hier die Paddle-Plattform. Das Ganze für schlappe 24 Euro, richtig genial. Ja, drehen wir mal die Verpackung um und dann können wir sehen, was wir denn alles mit diesem Zytec-Holster so veranstalten können. Ihr könnt es hier an das Paddle anbringen, das ist ja hier schon im Lieferumfang enthalten. Auch sehr schön weich geformt, hier mit dieser Gummierung auf der Innenseite, damit euch das nicht wegrutscht. Richtig schön elastisch gemacht. Wenn ihr sehen könnt, hier haben wir auch einen breiten Spalt, sodass ihr auch große Gürtel hier ohne Probleme anbringen könnt. Also gut gemacht für jede Möglichkeit, die ihr so braucht, um eure Waffe zu holstern. Dann haben wir als nächstes hier die Molle. Dieses Molle-Attachment habe ich auch da, kostet
12 Euro statt 30 Euro von Blackhawk. Hier könnt ihr halt das Holz hier ohne Probleme anbringen, um es hier an, ja, zum Beispiel an Plattenträger zu montieren. Alles kein Problem. Das nächste ist hier Belt Loop. Das habe ich auch hier. Kostet auch nur 12 Euro. Damit könnt ihr euer Holz da fest am Gürtel montieren. Das sieht so aus. Das zeige ich euch auch später, wie das funktioniert. Dann haben wir hier noch eine Drop-Leg-Plattform. Die habe ich auch da. Kostet 45 Euro. Da könnt ihr halt das Holz da hier anbringen, um es dann an ein Bein ganz toll zu montieren. Hier habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, euch zum Beispiel, gibt es von Zytec auch hier Magazinhalter anzubringen. Also ihr seid da dann richtig gut ausgerichtet, hier mit diesen Drop-Leg-Plattformen. Ja, und dann gibt es hier noch Schulterhalfter, habe ich nicht dabei. Das ist halt für das verdeckte Tragen. Ja, zurück jetzt hier erstmal zu dem, was im Lieferumfang enthalten ist. Ich habe hier die Variante, ich drehe nochmal um für die Glock. Passt für Glock 17, 22, 31 von Gen 1 bis 4. Bezieht sich hier auf die Real Steel. Bei der Airsoft kann das hier ein bisschen variieren von der Passgenauigkeit, weil jeder Hersteller da mit anderen Materialdicken und nicht so ganz 1 zu 1 fertigt. Ich zeige euch das mal anhand einer VFC Glock 17 hier, Gen 4. Wenn ich die hier reinpacke, rastet die ohne Probleme ein, sitzt doch richtig fest und stramm drin. Kriegt da auch nicht rausgezogen wegen diesem Level 2 System. Um die Airsoft hier rauszuziehen, müsst ihr hier mit dem Zeigefinger auf den Knopf drücken und dann könnt ihr die Airsoft rausziehen, reinsetzen. Sitzt richtig fest, geht euch hier nicht so schnell verloren. Ja, und hier kann ich sagen, also Glock 17 VFC passt wirklich wie angegossen hier. Das Zytec-Holster sieht ganz anders aus hier bei der, auch von VFC, Glock 19. Geht zwar auch ordentlich rein, aber klappert hier ganz schön hin und her. Ja, ist ein bisschen wackelig die ganze Geschichte. Könnte beim Laufen ein bisschen nervig sein. Also Glock 19 ist ein bisschen labberig, passt aber auch ganz gut. Dann habe ich hier noch eine kleinere Glock, die KWJ-Glock, die Baby-Glock. Passt auch schön rein, klappert aber auch. Also ich muss sagen, für die VFC Glock 17 ist hier das Zytec-Holster wie gemacht, sitzt richtig sauber. Weiteres Feature von dem Zytec-Holster ist, ihr könnt euch den Ziehwinkel individuell einstellen. Das geht richtig einfach. Einfach umdrehen, dann habt ihr hier diese Schraube. Und mit dem Sechshandschlüssel, der im Lieferumfang enthalten ist, löst ihr hier die Schraube ein bisschen. Das mache ich mal. Ja, ein bisschen müsste reichen, ja. Und dann habt ihr hier diese Verzahnung an der Seite. Seht ihr das? Und jetzt könnt ihr das Holz da so einstellen, wie ihr haben wollt. Rastet auch ordentlich ein. Umdrehen. Und wieder festschrauben und dann habt ihr euren Ziehwinkel eingestellt. Wenn ihr das beide durch die Schraube löst, dann sieht das so aus. Das zeige ich euch auch nochmal. Hier anhand hier von dem SIG P220 Holster. Jetzt habe ich das Pedal mal abgemacht. Ja, und jetzt könnt ihr zum Beispiel dieses Molletench mitnehmen, draufsetzen. Mit der Schraube festziehen, dann habt ihr das hier an der Molle rangebaut oder halt hier nochmal der Belt Loop ansetzen. Ihr könnt ja auch natürlich den Ziehwinkel so einstellen, wie ihr wollt. Nochmal zu dem Belt Loop, wird hier durch diese Klammer, könnt ihr hier die Sache hier öffnen, das mache ich mal. So, kostet 12 Euro. Hier könnt ihr auch die Breite von dem Gürtel einstellen, hier mit dieser Plastiknase, die könnt ihr hier abziehen und hier in diesen drei Positionen anbringen. Ich zeige euch das mal an so einem Gürtel, den ich hier habe. So, ein breiter Gürtel. Aufsetzen, passt hier wie angegossen. Anklemmen, bis es einrastet. So, jetzt habt ihr das montiert und das sitzt jetzt hier richtig fest, rutscht euch nicht so schnell weg. Ja, und dann könnt ihr hier einfach das passende Holz anbringen und dann sitzt das richtig sauber. So, das gleiche natürlich auch mit dem Drop-Leg. Da könnt ihr einfach nur auch das Ganze hier auf der Rückseite, dann müsst ihr hier dieses Band wegnehmen und dann könnt ihr das hier festschrauben. Ich zeige euch das nachher gleich nochmal montiert am Mann. Starten wir mit dem AirDefender Holster, so wie im Lieferumfang geliefert wird mit dem Pedal-System. Dann sieht das Ganze so aus, montiert an der Hose.
sitzt richtig fest. Da verrutscht euch nichts und auch die Airsoft sitzt richtig fest. Dank Level 2 System. Ja, und wenn ihr es braucht, könnt ihr halt ganz schnell die Waffe ziehen und auch schnell wieder holstern, ohne dass da irgendwas daneben geht. So, also Air Defender Holster mit Paddle. Schauen wir uns jetzt mal den Belt Loop an. Hier ist der Belt Loop, habt ihn schon am Glockholster festmontiert und aufgeklappt. Ja, und jetzt braucht ihr das sozusagen nur noch hier an euer Gürtel klipsen und dann ist das Ganze fertig. Muss richtig einrasten. So, sitzt bombenfest und das Schöne ist, es ist jetzt wirklich richtig fest am Gürtel montiert. Ihr könnt euch sozusagen euer Equipment schon vorher so zusammenklippen, ja, und dann einfach umlegen. Und dann könnt ihr hier eure Glock reinstecken und dann sieht das so aus und dann habt ihr es halt sehr, sehr schnell am Mann. Genauso wie mit dem Paddle. Nachteil ist, die Airsoft liegt jetzt noch höher als bei dem Paddle. Beim Paddle ist es ein bisschen runter. Hier durch das Belt-System ist es fest. Aber wie gesagt, auch kein Problem, gewöhnt man sich dran und halt ganz schnell im Einsatz, wenn man es braucht. Schauen wir uns nun hier die Drop-Leg Plattform etwas genauer an von Zytec. Holster für die Glock 17 habe ich wieder montiert. Das Schöne an diesem Drop-Leg Holster ist, ihr habt hier und hier auch noch mal die Möglichkeit, euch von Zytec Magazin Holster zu besorgen. Dann könnt ihr hier ein Doppel und hier ein Doppel anbringen. Habt ihr also am Bein 4 Ersatzmagazine am Start und das ist eine richtig schöne Sache. Ja, und wie funktioniert jetzt dieses Drop-Leg Plattformsystem? Ganz einfach, ich stehe mal dazu auf. Im Lieferumfang ist hier diese Schlaufe enthalten mit Klett, sodass ihr euch das hier an Gürtel anbringen könnt, sodass es auch nicht verrutscht. Hier habt ihr eine Clip-Funktion. Drop-Leg Holster nehmen, einklipsen. Dann habt ihr hier an der Seite auch nochmal Bänder, die sich in der Breite einstellen lassen können. Und dann könnt ihr euch hier das Drop-Leg Holster hier so richtig schön ans Bein montieren. Die Höhe lässt sich ebenfalls so verstellen. Ich habe es jetzt so eingestellt, dass ihr seht, das Holster genau griffbereit ist. Also genauso wie so ein Western-Holster fürs Schnellziehen. Absolut optimal. Ja, und es stört wirklich nicht beim Laufen. Man kann sich ganz genau bewegen, kann sich hinknien. Alles kein Problem. Ja, und wenn ihr es braucht, einfach schnell ziehen, habt ihr die Waffe sofort im Einsatz. Und das ist halt eine schöne Sache. Ihr könnt hier noch Ersatzmagazine reinpacken, habt ja den Platz frei am Gürtel und ja, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Ich muss sagen, für mich ist das Drop-Leg genau das Richtige. Kommen wir als letztes zu der Molle-Befestigung von Zytec. Damit habt ihr natürlich die Möglichkeit, eure Holster zum Beispiel wie hier an diesen Plattenträger anzubringen. Die Montage ist ein bisschen frickelig, weil das Ganze ja auch aus Kunststoff besteht. Müsst ihr hier ganz schön drücken und schieben, bis das Ganze hier ordentlich an der Weste eingerastet ist. Hier habt ihr unten hier nochmal so eine Widerhaken, sodass hier gewährleistet ist, dass euch das Molle-System nicht vorne rausrutscht. Und wenn ihr das einmal montiert habt, dann hält das wirklich bombenfest und ihr braucht keine Sorge haben, dass hier irgendwas verloren geht. Ja, ich habe hier an diesem Holster meine Babyglock montiert. Die hat halt den Vorteil, wir haben hier einen schmalen Griff. Das Ganze stört dann halt nicht, wenn ihr hier unten Magazin-Pouches anbringt, kommt Magazin nicht an Griffstück ran. Außerdem habt ihr auch die Möglichkeit, durch die Winkelverstellung euch das noch so einzustellen, dass da nichts im Wege ist. Ja, und so sieht das Ganze aus, halt am Plattenträger montiert. Und wenn der Bedarf ist, könnt ihr halt ganz schnell eure Airsoft ziehen und habt sie sofort wieder am Plattenträger verstaut. Und da sind wir auch schon beim Ende angekommen. Heute im Review waren die Zytec Produkte am Start. Ich habe euch ein paar Holster gezeigt und auch die Möglichkeiten, wie ihr diese Holster am Mann bzw. Frau anbringen könnt. Ja, und jetzt bleibt eigentlich nur noch übrig mein Fazit und meine Kaufempfehlung. Ja, was soll ich sagen? Ich kann euch einfach nur eine Kaufempfehlung geben. Wenn ihr noch kein Holster habt und ihr ein Holster sucht, seid ihr bei Zytec absolut richtig. Hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Qualität der Holster ist einfach unschlagbar. Und wie gesagt, so ein Air Defender System kostet schlappe 24 Euro. Ihr bekommt gleich ein Paddle-System mit dabei, sodass ihr euch das gleich am Gürtel anbringen könnt. Wenn ihr das mit Blackhawk
Holz dann vergleicht, da müsst ihr das Doppelte drauflegen, seid ihr bei 50, 60 Euro für so ein Holzsystem und da sind 24 Euro ein absolutes Schnäppchen. Und ich sagte ja, Zytec stellt für den Real Steel Bedarf ihre Holster her und das heißt also, wenn das für Real Steel hält, dann kann bei Airsoft auch nichts schief gehen. Das Einzige, wo ihr euch noch ein bisschen drauf einstellen müsst, wie gesagt, es ist für Real Steel gefertigt, da passen die Holze auch 1A. Bei Airsoft gibt es halt Toleranzen, weil die Airsoft-Hersteller nicht wirklich 1:1 hier die Airsofts nachbauen. Und so kann es halt sein, dass entweder die Airsoft perfekt sitzt, wie zum Beispiel bei mir bei der VFC Glock 17 Gen 4, oder halt zu stramm sitzt oder zu locker sitzt, dass es klappert. Damit müsst ihr immer rechnen. Es gibt eigentlich für jedes Modell das passende Holster von Zytec, sodass ihr euch da keine Sorgen machen müsst, okay, eine Duella wird nicht passen oder für eine Desert Eagle, da gibt es keine passenden Holster. Aber die sind auch nicht so absolut spieletauglich. Also alle normalen Sachen, 1911er, Sig Sauer, Glock, das alles ist überhaupt gar kein Problem. Da kriegt ihr alles bei Zytec zu kaufen, damit ihr sofort loslegen könnt. Und ihr habt auch die Möglichkeit, das halt individuell anzupassen. Entweder mit Droplex-System, das ihr euch an euren Oberschenkel anbringen könnt. Da könnt ihr euch noch extra Magazinholz anbringen. Hier Molle-System am Plattenträger, Belt-System, Pedal-System, alles kein Problem. Und ihr könnt sogar noch den Winkel einstellen. Alles super easy. Ja, so dass es eigentlich so gesehen nichts weiter zu sagen gibt als Daumen hoch, ja. Bedanken möchte ich mich nochmal zum Schluss nochmal an die Firma Waffenschuhmacher GmbH, die mir hier dieses ganze Zytec zur Verfügung gestellt haben, damit ich euch das zeigen kann. Und Link zur Firma packe ich euch in die Videobeschreibung. Auch die ganzen Produktlinks packe ich euch auch unten rein. Bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr noch kein Holster habt, ja, seid ihr mit Zytec genau richtig. Das war es von mir gewesen. Hinterlasst mal ein paar Kommentare, was ihr von den Zytec-Holstern haltet. Wer von euch hat schon Zytec-Holster und hat Langzeiterfahrungen, die er gerne mit uns teilen möchte, dann alles hier unten da unten rein, ne? Da wo man da was Kommentare schreiben kann, da könnt ihr das reinpacken. Okay, das war es von mir gewesen. Hinterlasst mal hier ein Abo oder guckt unten euch noch ein paar Videos an von mir, wenn ihr Bock habt. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Review. Bleibt bis dahin gesund. Euer Bruce.